ich heiße euch mal wieder willkommen. Wir sind Startup TV in Kooperation mit C3N. Wir haben uns in die tiefsten Tiefen der IFA begeben, um euch die interessantesten Neuheiten und Highlights zu präsentieren. Heutiges Thema: Gadgets. Jetzt hier, wie gesagt, bei Propel in der Star Wars Area. Neben mir haben wir Gregor. Moin. Moin. Ja, diese geilen Drohnen hier. Ich darf natürlich erstmal live testen. Einfach. Hat gut geklappt. Ja, cooles Teil. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, du kannst den gerade so gut fliegen, weil wir eben schon seit 12 Jahren am Markt sind und die Technik beherrschen. Es ist ein Lizenzprodukt, wie man ja mit Star Wars hier unschwer erkennen kann, was einen riesen Hype ausgelöst hat schon. Wir sind die Ersten, die Li-Fi-Technologien am Konsumentprodukt verbauen. Das heißt, wir können Laser battlen mit den Drohnen und über den Laser transportieren wir Informationen. Das heißt, jeder, der sich battelt live, wird immer wissen, gegen wen er kämpft, wer ihn gerade beschossen hat, wen man selber beschießt. Vollkommen neuartige Technologie. Es liegen 12 Patente auf dem Produkt, unter anderem die Schubumkehr. Was auch noch das Tüpfelchen auf dem i ist, wir haben für die Online-Gamer eine App kreiert, beziehungsweise zuerst für die, die Lerndrohnen lernen wollen zu fliegen, als Flugsimulator. Aber das ist auch gleichzeitig eine Gaming-App, mit der man weltweit sich online battlen kann. Alle, die in der Community eine solche Drohne haben, können sich also, du kannst dich mit deinem Kumpel in den USA und in Australien und in Hongkong verabreden und die dann online battlen, live. Wie ist die Akkulaufzeit? Das ist, denke ich, ganz interessant. Die Akkulaufzeit, je nachdem, wie intensiv man Laser battelt, ist zwischen 8 und 10 Minuten. Es kommt jetzt in der Deluxe-Sammlerbox ein zweiter Akku mit. Die Ladezeit 18 bis 22 Minuten. Man kann also fast ununterbrochen battlen und die Batterien heiß laufen lassen. Ja, vielen Dank. Super. Dankeschön. Gerne. Cooles Ding auf jeden Fall. Und wir gehen weiter. Ich stehe hier gerade auf einem Powerboard von Casada. Ziemlich witziges Teil. So eine Art Fitness-Entspannungsboard. Hier mal ein schönes Gadget. Die Marke Jippy, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, stellt diese Boards her, auf denen man einfach zeichnen kann. Die erinnern an diese Dinger von früher, diese amerikanischen Edge-Sketch, wo man einfach drauf schreiben konnte und dann mit so einem Swipe einfach rüberwischt und das Bild dann löscht. Finde ich ganz witzig, wir haben hier direkt mal ein bisschen Werbung gemacht. Man kann einfach relativ echt drauf schreiben, mit einem einfachen Knopfdruck das Bild wieder löschen und neu beschreiben. Cooles Ding. Hier mal ein schön buntes Gadget, was ich um den Hals trage, ist so eine Art Hybrid aus Kopfhörer und Lautsprecher, sodass man sie halt nicht auf die Ohren setzt, sondern einfach gemütlich um den Hals trägt, weil es sonst vielleicht etwas laut wäre. Die sind wasserfest, man kann sie einfach mit dem Handy verbinden, wie gewohnt über Bluetooth. Schönes Gerät. So now, I found these little guys called the Ranger. And M-Bot. M-Bot has some kind of autopilot here following the magnetic, some kind of lines. And the Ranger, can you show me how the Ranger works? Of course. So this is the M-Bot Ranger that we're having, and we have three different kind of modes. The land radar, the dashing raptors, and nervous bird. And as you can see here, M-Bot is showing the line following function, which Ranger can also does. Can I try it? Of course. We just change? Yeah. Would you like to hold the microphone? Thank you. Welcome to my show. Okay. Doing some tricks as well. Yeah. It can do circles, turn around, and it can be like very, very fast. Because it's calling it Ranger for a reason. This one looks pretty crazy, I think. It can hold a bottle for you. Yeah. And then if you just get lazy, want to sit back and relax a little bit, that little DIY project can help you out.
So if I got it right, you can code your own programs or something? Definitely. We are Scratch-based and we have our own application. It's called MateBlock. And we also have a PC-based application software. It's called MBlock. In these two apps and software, you can use graphical programming, drag and drop to customize, you know, the speed or, you know, the action for it to turn left or turn right. And it's very good for someone who doesn't have prior coding experiences. Yeah, I think it's a pretty nice toy. Yeah, let me don't call it toy. It's like a experience learning. Yeah, okay, it's a learning toy. Toys. It's a STEM toys. So STEM being science, technology, engineering, and mathematics. So that's all the skills that you can gather, you know, through these projects. Dieser Tower ist möglicherweise nur im entferntesten ein Gadget, aber ich meine, guckt euch das Teil mal an. Diese goldenen Teile hier und die, wie viele sind das? 9, 12 Ventilatoren und die ganzen schönen Lichter. Sieht verdammt geil aus. Das ist mal ein Gadget, was ich wirklich noch nie gesehen habe und was meiner Meinung nach auch eher in die Kategorie Smart Clothing passt. Es ist ein elektrischer Schal, der im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Krasses Teil. Ziemlich cool. Kommen wir kurz auf Bonner Werde zu sprechen. Die sind ein Startup hier in der IFA Next Halle und stellen smarte Kaffeemaschinen her. Darüber hinaus sind sie nicht nur unsere Nachbarn hier im IFA Next Bereich, wie man sieht, der Stand ist direkt nebenan, sondern auch unser Sponsor für den heutigen Tag. Und wie sich das so gehört, mussten wir natürlich auch da mal vorbeischauen und haben Simon rübergeschickt. Ich stehe jetzt hier mit Hans am wunderbar grünen Stand von Bonner Werde. Hans, erklär uns doch bitte mal, was macht denn Bonner Werde? Hallo, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Bonner Werde ist die neue Kaffeemaschine und das neue System, das Kaffee nicht nur malt und brüht, sondern auch röstet. Es geht also um grünen Rohkaffee bei euch zu Hause, in der Küche, am Arbeitsplatz, im Büro, direkt frisch aufgeröstet. From crop to cup, farm to table, wie man es nennen will, frischester Kaffee der Welt. Woher bezieht ihr denn den Kaffee? Also wo kommt der her und wie geht ihr sozusagen mit den Kaffeeproduzenten um, die dahinter stecken? Das ist tatsächlich der Ursprung von der ganzen Idee. Wir sind losgelaufen, schon damals, als ich das erste Mal versucht habe, das Projekt zu realisieren, leider pleite gegangen bin. Deshalb meine Ermutigung an alle Gründer da draußen, keep trying. Wir haben dieses Projekt gebaut, um Kaffee von Kaffeebauern direkt zu handeln. Kaffee, den Kaffeebauern selber abpacken, also selber die Arbeitsplätze vor Ort schaffen, um den Kaffee in diese Pouches abzupacken. Dieser Kaffeepouch wird mit dem NFC-Chip aktiviert. Online können wir alles nachhalten, weil jede Maschine mit einer SIM-Karte der T-Mobile ausgestattet ist, eine Partnerschaft, die uns ermöglicht, tatsächlich ganz einfach Plug and Play, steck's rein und schon ist die Maschine online, ich muss mich nicht um mein Wi-Fi-Passwort kümmern und so weiter. Wir übernehmen die Kosten dafür. Wir stellen sicher, dass es immer online ist und dass es immer funktioniert. Mit dem Chip kann ich genau den richtigen Kaffee nutzen und jetzt kommt's, der Kaffeebauer kriegt genau den Preis dafür. Wenn ich also eine Pouch von uns zugeschickt bekomme, die 2 Euro kostet oder eine Pouch, die 1 Euro kostet, weiß ich genau, das geht direkt an den Kaffeebauern Bonner Werde. Wir nehmen uns natürlich eine Kommission raus, weil wir das Ökosystem am Laufen halten müssen. Ist ja klar, ne? Dann würde ich mal gerne auch zum finanziellen Part kommen sozusagen. Ihr habt ja mittlerweile schon 3 erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen, so wie ich das gelesen habe, abgeschlossen und seid jetzt dabei, eine vierte gerade zu starten. Warum jetzt quasi eine vierte Kampagne? Also wozu braucht ihr das Geld? Genau. Als Startup, auch das wieder an alle Gründer da draußen, wir haben immer Kapitalbedarf. Startups haben das Phänomen, dass sie ein neues Produkt, ein neues System womöglich an den Mann bringen müssen. Und ehrlicherweise ist es sehr kostenintensiv, alte, große Industrien aufzubrechen. Je disruptiver die Technologie, desto mehr kostet das ganze Geld. Bei Hardware ist das Ganze nochmal ein Vielfaches davon. Wir haben insgesamt mit Kickstarter, Indiegogo und Seedmatch, der deutschen Plattform, 2,5 Millionen
Euro aufgenommen. Wir sind dann hergegangen und haben gesagt, wir brauchen jetzt Venture Capital, um das Ganze nochmal weiterzutreiben. Wir haben 2 Millionen in Venture Capital aufgenommen. 2 Millionen Venture Capital zu einer 30 Millionen Euro Bewertung. Und dann kam plötzlich die ganze Crowd wieder zurück und hat gesagt, 3.500 Menschen, haben alle gesagt, Moment mal, ihr seid doch eine crowdgefundete Company, ihr müsst uns doch teilhaben lassen an eurem Erfolg. Und wir haben gesagt, das stimmt eigentlich, so haben wir gar nicht gedacht und sind zurückgegangen zu dem VC und haben gesagt, können wir bitte die Runde nochmal öffnen für Crowdfunder. Und tatsächlich haben wir die Erlaubnis bekommen, die Runde nochmal zu spiegeln über Crowdfunding in Real Equity, das heißt auf der Plattform cedars.bonaverde.com kann man zu den gleichen Konditionen wie der VC das gleiche investieren. Wir erlauben 2 Millionen Euro nochmal. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Millionen Euro, 1,3 Millionen Pfund. Und das Ganze nutzen wir, um zunächst dieses Produkt in der Marktdurchdringung zu helfen. Und zum Zweiten natürlich ein neues Produkt, Espresso, eine zweite Generation. Die wird kleiner, nochmal ganz anders designt. Und Espresso, beides stellen wir schon im Januar auf der CES in Las Vegas vor. Deswegen jetzt nochmal investieren, weil im Januar, wenn wir die nächste Crowdfunding-Runde öffnen, gleich hier die Ankündigung, wird die Bewertung gleich nochmal viel höher sein. Wie geht ihr, also wenn du jetzt sagst, okay, wir haben so viele Investoren, die quasi halt als Crowd-Invest in euch investieren, dann sind das natürlich auch viele Leute, die irgendwie da mitsprechen wollen. Ne? Wie geht ihr mit so viel Meinung, mit so viel Einfluss um? Tatsächlich ist es auf der einen Seite manchmal einfach wahnsinnig aufwendig, weil wir am Tag hunderte E-Mails, Messages, alles Mögliche bekommen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt mit dem Messenger, den wir momentan launchen, sind es Tausende, Abertausende von Messages. Das meiste davon wird inzwischen tatsächlich über Algorithmen abgefertigt. Aber die einzelnen E-Mails und Anrufe, die wir ja weiter zulassen wollen, die sind schon sehr aufwendig. Das Gute ist aber, dass das immer sehr wohlgemeinte Ideen sind. Das heißt, es sind viele Connections, viele Intros, es sind viele Angebote zu Partnerschaften. Teilweise haben wir natürlich auch unzufriedene Kunden, die sagen, ihr habt das Design geändert oder ihr habt euch verzögert, das finde ich unverschämt und so weiter. Dann gehen wir in den Refund-Prozess rein. Ja, diese Sachen müssen wir auch machen. Auch dafür haben wir ein ausgebildetes Team inzwischen. Business Insider hat über euch geschrieben, dass ihr die revolutionärste Kaffeemaschine der Welt entwickelt habt, was ich so ganz interessant fand. Und da dachte ich mir so, okay, was macht ihr denn so besonders, dass Business Insider sowas schreibt? Genau, es ist eigentlich relativ einfach. Von der Bedienung her sieht man hier, das sind so kleine Pouches. Die schicken wir tatsächlich unbestellt einfach so nach Hause an die Leute, die von uns eine wunderschöne Berlin, so nennen wir unsere Kaffeemaschine, haben. Die Kaffeemaschine mahlt und brüht nicht nur den Kaffee, sondern röstet ihn auch. Um das Ganze besonders einfach seamless zu machen für den Kunden, haben wir es mit einem NFC-Chip versehen. Dieser NFC-Chip versteht genau, welcher Kaffee in der Verpackung drin ist, nimmt das Profil und röstet es nach den Parametern. Ich habe jetzt hier diesen NFC-Chip gescannt, kann jetzt hier ganz einfach den Kaffee einfüllen und tatsächlich übernimmt die Maschine jetzt das richtige Röstmalbrühprofil für den jeweiligen Kaffee. Und auch erst in dieser Sekunde, wo ich hier das gescannt habe, wird das Produkt bezahlt. Es ist also ein Pay-as-you-go-System. Ich muss nicht mehr nervig online gehen und bestellen. Ich muss nicht mehr meine Kreditkartendaten jedes Mal raussuchen, ein Passwort raussuchen, das Ganze womöglich noch über eine App irgendwie machen, die 2000 ist auf meinem Telefon. Nein, es funktioniert über einen Messenger, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, whatever you want. Und die Verpackung funktioniert als Kaffeefilter. Das klingt ja schon mal richtig spannend, vor allem wenn man dann dran denkt, dass das ja auch ein bisschen Müllvermeidung ist sozusagen. Ganz viel Müllvermeidung. Wie war so die IFA für euch? Also ihr seid jetzt ja hier schon mehrere Tage hier mit eurem Stand vertreten, habt auch vom Design euch ein bisschen abgehoben von allen anderen. Man fühlt sich hier gleich ein bisschen nicht zumindest in so einer Messehalle, obwohl das kann man nicht ganz verhindern, aber es ist zumindest grün. Wie lief es für euch? Was habt ihr so erlebt in den letzten Tagen? Ja, sensationell. Also die IFA war für uns, wie eigentlich alle Messen, immer eine sehr, sehr geile Möglichkeit, sich wirklich zu präsentieren und gleichzeitig aber auch die Kunden, die wir schon haben, abzufangen. Wir haben sehr viele unserer Seedmatch-Investoren, die hier an den Stand gekommen sind, die sind teilweise angereist aus anderen Städten Deutschlands, um uns hier am Stand zu treffen, haben sich mit uns verabredet. Zum Beispiel, weil wir haben mehrere Dutzend Seedmatch-Investoren, die auch bei Cedars wieder investiert haben. Ja, das ist natürlich eine Menge Vertrauen, was da bewiesen wird. Ja, es sind dann mehrere tausend Euro, manche nur ein paar hundert Euro. Und trotzdem kommen die dann hier zum Stand, wollen das Produkt sehen, wollen es fühlen, wollen es schmecken, wollen uns kennenlernen. Es ist ja auch eine Menge persönliche Beziehung. Also ich versuche eigentlich immer erreichbar zu sein für unsere Investoren. Die Coffee Lounge wurde eröffnet am ersten Tag durch den regierenden Bürgermeister Michael Müller. Kam hier morgens um 10, hat sozusagen das Band durchgeschnitten und gesagt, ich trinke den ersten Kaffee mit
dem Gründer zusammen, standen wir hier an genau dieser Maschine, war sehr cool. Also wir fühlen uns auch ein bisschen geehrt, dass es jetzt so langsam richtig losgeht. Wie schmeckt dir der Kaffee? Also ich muss ganz ehrlich sagen, schmeckt mir sehr gut. Und das, was du jetzt auch beschrieben hast, dieses, ich bin auch so ein Typ, der eigentlich eher Milch und so in den Kaffee trinkt. There you go. Und ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche. Also es ist wirklich ein Unterschied. Und ich meine, wir sind ja auch sozusagen Nachbarn, wir riechen ihn ja auch den ganzen Tag auf der anderen Seite. Das ist das Spannende auf so einer Messe. Wir haben immer den Vorteil, dass wir, wenn wir uns auf einer Messe etablieren, eigentlich alle Aufmerksamkeit direkt zu uns an den Stand kriegen, weil die Leute sagen, geil, da gibt's Kaffee. Danke, Hans, für dein Gespräch und deine Zeit hier am Stand. Das war's von mir hier beim Bonaverde-Stand. Hinter mir röstet jetzt die Kaffeemaschine und man hört dieses schön, sie malt. Und man hört dieses schöne Geräusch vielleicht im Hintergrund. Ich gebe wieder zurück. Und ja, das war's. Guten Tag, IFA. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Wir sind Startup TV und es ist wieder Zeit für unsere Startup Pitches hier auf der Bühne im IFA Next Bereich in Halle 26a. Kommen wir zum ersten Startup. Give it up for Matthew from Talent.io. Thank you. Good afternoon, everybody. I hope you're having a lovely time at the IFA. I'm Matthew. I'm a senior client executive at Talent.io. We are a selective recruitment platform based in London, Paris, and Berlin. What is a selective recruitment platform? I hear you scream. Sounds very serious, very exciting. Essentially, if you're a company, our job is to make hiring software developers and tech talent much easier. And if you are in tech talent, or you are a developer, CTO, product manager, UX, UI designer, we're aiming to create a platform that makes finding a job with an awesome company much easier. So that's what we're doing. What are the solutions out there in the market at the moment? You've got job boards. I think we're all familiar with these. There's quite a high volume of job boards. I think we worked out probably 25 plus tech relevant ones per country. Issues with these are maybe a lack of filtering for quality. They're very time consuming for candidates to sign up to. So if you're looking for a job, you have to sign up to about 10 to 20 different job boards in order to get the range of clients that you're looking for. So they're not very personal. There's recruitment agencies. I think everybody's probably worked with these who's looking to maybe find tech talent for their team. What can we say about recruitment agencies? They can be a good solution, but they're very high cost. Some demand an upfront payment. There's often long delays. And maybe the recruitment agency industry has a bit of an image problem, being quite profit driven and maybe not always looking for the best interests of the company. And also there's social networks. Again, maybe no social network to date has really solved the problem of finding good tech talent. And what we've found in our research as well is that there's potentially a very low response rate from skilled workers on these channels. So what are we doing to fix this industry? What are we doing to revolutionize this industry? We're creating a more relevant and a more modern and a more automated recruiting experience. Companies, so anybody here working for a company that hires tech talent? Hands up. Okay, I see a few out there. Our solution is an online platform that delivers a new batch of locally based talent every single week. We pre-screen our candidates, so there's a quality assurance element, and you're able to engage directly with developers in your city over the platform. You only pay a fee if you make a hire. To candidates, or people, as they're also known, anybody looking for a job in tech, you sign up to our platform, Talent.io. You talk to one of our amazing, lovely, charming, friendly talent advocates, and then great companies that are based in your city that are building an interesting and inspiring product, we're very strict about that, and also companies that are financially stable will reach out to you directly. There's no middleman, and you get to choose which companies you engage with. If you're not interested in speaking to a company, you just say no and move on to the next one. And for our candidates, our service is, and always will be, entirely free.
So who's this relevant for? At the moment, we're based in Berlin, we're based in Paris, we're based in London. We also have a service for Lyon and Lille for the French people amongst us. And given that we just got our round of Series A funding of 10 million euros investment, we will be pushing out into further locations in the next year or two. The aim is to be in 10 cities across Europe in 2019. So if you're thinking tech hiring, think Talent.io. That's the model that we operate to generally. 5 interview proposals that a company makes to a candidate yields 3 interviews, creates 1 hire. All people that you reach out to as a company will give you a response. That's maybe one of the more unique features compared to other platforms. If you want to find out more, you can simply go to talent.io, sign up as a company or a candidate, or you can also hit us up on our Twitter channels, which are attached here. Thanks for listening. Have a great rest of the day. Thank you very much. So, ich habe wieder Besuch dabei. Sascha vom Startup-Verband, moin. Grüß dich. Grüß dich. Danke, dass du da bist. Heute ist ja Thema Gadgets. Lass uns etwas über Gadgets reden. Kannst du mir sagen, wie der allgemeine Tenor von den Besuchern zum Thema Gadgets ist? Wie nehmen die ganzen Besucher die vielen Produkte an? Also ich habe den Eindruck, die Besucher lieben Gadgets und freuen sich, dass auch ein paar Startups mit Gadgets hier sind, weil Gadgets kann man anfassen, damit kann man rumspielen, damit kann man rumfahren. Also ich glaube, von den 26 Hallen sind 20 voll Gadgets. Und hast du vielleicht ein persönliches Lieblingsgadget, wenn du überhaupt schon welche ausprobieren konntest? Also ich habe auf der IFA jetzt noch keins ausprobiert, weil ich ja hier leider arbeiten muss, aber ich mag Drohnen, also einmal als Privatperson, weil man natürlich damit ein bisschen spielen kann, aber man kann auch schöne Fotos machen und aus Business-Perspektive ist das Thema Drohnen beim Thema Lieferung, aber auch im Grunde genommen ist ein automatisiertes Auto, was selbst fährt, auch nur eine große Drohne, in der dann Personen drin sitzen oder Stückgut, das finde ich extrem spannend. Also sprechen wir davon, dass in Zukunft Pizza per Drohne ausgeliefert wird? Sicherlich. ich glaube, die ersten Testläufe in Hamburg, Berlin und Köln gibt es schon, dass so kleine bodennahe Geräte durch die Städte flitzen und erste Testlieferungen ausfahren. Und ich glaube, dass in Zukunft die ganze Logistikkette zu einem großen Teil von Drohnen erledigt wird. Also eine Drohne wird bis zur Haustür kommen und dann wird eine automatisierte Tür irgendwie aufgehen und die wird reinfahren und wird die Sachen ausliefern und in der Kette werden sukzessive weniger Menschen vorkommen. Also extrem viele Einsatzmöglichkeiten für dieses einfache Gadget, sag ich mal. Also ich weiß nicht, ob es ein einfaches Gadget ist, aber es lässt sich in der Logistik und im Privatbereich unglaublich gut einsetzen. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall und auch hier stehen wir noch am Anfang der Entwicklung, würde ich sagen. Ja, danke schön, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank. Gut, kommen wir zu unserem zweiten, erstmal Applaus, kommen wir zu unserem zweiten Startup. Ich bitte auf die Bühne Patrick von Venery. Viel Spaß. Vielen Dank. So. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir stellen euch jetzt vor unser Unternehmen, unser Startup Venery. Wer ist Venery? Venery besteht aus meinem Partner Christian Herbold, der Doktor in Elektrotechnik hat, zudem einer Studentin Jessica Ox, Informatikstudentin und mir mit einem Abschluss in Wirtschaftsingenieurswesen. Was machen wir? Wir wollen adressieren das Bedürfnis, sich mit Lichtemotionen nach Hause zu holen. Es gibt immer mehr Festivals of Lights in ganz Deutschland, ganz weltweit. Und hier sehen wir nur ein Beispiel von den Festival of Lights in Berlin. Mit unserer Leuchte wollen wir diese Emotionen nach Hause bringen. Ja, okay. Kleiner technischer Fehler, bitte verzeihen uns das. Genau, unsere Leuchte ist ein smarter Einrichtungsgegenstand, der unterschiedliche Animationen abspielen kann. Es gibt einen großen Katalog an Animationen online verfügbar über eine App und diese können Sie sich runterladen und die als Favoriten gekennzeichneten auch direkt an der Leuchte über ein Touchpanel auswählen. Damit haben Sie die Möglichkeit, immer die richtige Atmosphäre im Raum zu setzen.
Zudem gibt es die Möglichkeit, auch eine smarte Verbindung herzustellen. Diese können Sie zum Beispiel die Leuchte mit Ihrem Facebook-Account connecten. Wenn Sie eine Nachricht bekommen, dann leuchtet die Leuchte zum Beispiel blau auf, wenn Sie eine blaue Animation auswählen. Oder wenn Ihr Lieblingsfußballteam mal wieder ein Tor schießt, leuchtet die Leuchte nach Ihrem Belieben auf. Doch was macht uns im Vergleich zu unseren Wettbewerbern so besonders? Wir haben eben eine große Auswahl an vorgefertigten Animationen, Atmosphären, die Sie sich nach Hause holen können. Da gibt es keine Grenzen, was Sie sich eigentlich vorstellen können. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Um diesen Bedarf zu decken, haben wir ein eigenes Online-Tool, mit dem wir diese Animationen erstellen können und werden dort im weiteren Verlauf auch mit Künstlern zusammenarbeiten, die uns dabei helfen, immer weitere Animationen zu erstellen. Zudem können optional Premium-Features runtergeladen werden, um eben die Leuchte noch auf ein Next Level zu bekommen. Jetzt wollte ich kurz auf den Wettbewerb bei uns eingehen, womit wir konkurrieren. Das ist zum einen Designleuchten. Wir sehen uns im Bereich des Designleuchtenmarktes. Und was hebt uns davon ab? Unsere Leuchte hat im Vergleich noch eine Funktionalität. Diese geht vielen, vielen Designleuchten abhanden. Zudem konkurrieren wir natürlich mit Smart Home Beleuchtungssystemen. Da bieten wir im Vergleich zu vielen anderen Systemen eine weitere Ebene der dynamischen Beleuchtung. Unsere LED-Matrix ist beliebig ansprechbar und die Atmosphäre kann so beliebig gestaltet werden, nicht nur über die Helligkeit und über die Farbe. Dementsprechend haben wir eben eine weitere Ebene. Allerdings können wir unsere Leuchte perfekt mit einem bestehenden Smart Home System erweitern, wenn Sie zum Beispiel eine Philips Hue Smart Bulb oder eine Osram Lightify Lampe in unsere Leuchte einbauen, kann diese damit connected werden und reagiert auf die Farbe, die ausgewählt wird. Unsere Sensorik erkennt die Farbe und es kann eine entsprechende Animation ausgewählt werden, die immer, wenn die Farbe angewählt wird, abgespielt wird. Zudem konkurrieren wir oder bieten etwas, was sonst nur Lichtinstallationen bieten. Diese sind meist sehr, sehr teuer und sind begrenzt verfügbar. Unsere Leuchte bietet das allerdings für einen geringeren Preis auch zu Hause. Kurz zu unserem Businessmodell. Wir kaufen die Einzelkomponenten bei uns ein und die Montage findet bei uns statt. Im Endeffekt generieren wir Umsatz über den Verkauf unserer Hardware und mit After-Sales-Services, indem wir Premium-Inhalte anbieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Patrick. Gut, das waren die Startups für heute. Dankeschön an euch und wie immer kommt jetzt Simon mit der Startup-Runde. Eine Sache, die es auf der IFA zur Genüge zu entdecken gibt, sind Gadgets. Das ist auch in der Startup-Halle nicht anders. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach interessanten Gadgets und Applications begeben. Ich stehe jetzt hier mit Reza am Stand von Bedband und er wird mir jetzt mal erklären, was er denn hier für ein Device hat. Hi Reza. Hi. What's your product all about? So, these are bone conduction headphones. They work by stimulating the bone around your ear, so you can listen to music whilst your ears are still open. The great thing about this is it also has a microphone, so you can make and receive phone calls, which is fantastic. The general use case for this is more in the office space, out and about, generally areas where there's not so much noise. Anywhere where there's tons of noise, it's not really fantastic, because what it does is you're meant to balance the outside noise with obviously what you're listening to. You wear them just like this, just like Caesar, and you can just rock and roll. Cool, can I test it? Yes, of course, please do. So this one's switched on, you put it on just like that, and then... Okay. Oh, Justice. Nice, nice. Okay. Ich höre jetzt hier wirklich Musik und es vibriert leicht. It's vibrating a little bit. Yeah. It's cool. Thank you very much for this presentation and for a little music at the morning here in IFA Next. Ich stehe jetzt hier mit Nomi von PUB an ihrem Stand und die haben hier auch ein cooles Gadget. Mal sehen, was das so kann. Hi, what's PUB doing? So, this is a scanner. PUB is a company and we just made the first product, is a PUB scan.
So it is a scanner which allowed you to scan, store and share your document in just one click. So that means you feed the laser, click, that's it. Your document is automatically sent wherever you want, in your doorbell, Xbox, computer. So you choose and after you just send automatically. Ich habe mir jetzt hier beim eBlogger gemütlich gemacht. Neben mir sitzt der Christian vom eBlogger. Hallo Christian. Hallo Simon. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen zu eurem Startup? Was macht ihr? Ja, unser Startup, wir haben eine kleine Hardware entwickelt. Das ist ein kleines Gerät, das schließt man einfach zu Hause an den Router mit einem Netzwerkkabel an und surft danach komplett anonym und zwar auf allen Geräten, die man im Netzwerk hat, ohne dass man ein Stückchen Software installieren muss. Was heißt das jetzt? Egal, ob ich jetzt mein Tablet-PC nehme, mein PC, mein Mac, egal ob die kabelgebunden oder mit dem Wireless-Netzwerk sozusagen verbunden sind, alle sind gleichermaßen geschützt vor sogenannten Trackern, Datensammlern, die sich auf jeder Seite verbergen. Durchschnittlich sind das so um die 20 Datensammler, die auf jeder Seite, wie soll ich sagen, da ihr Unwesen treiben und uns genau profilieren. Und das verschiedene Gefahren mit sich bringt. Kann ich dir gerne gleich kurz erläutern, was gibt es da so für Gefahren? Zum einen das Thema dynamische Preisbildung. Würde ich dir gerne gleich mal ein kleines Demo hier geben. Das heißt, abhängig von unserem Persönlichkeitsprofil, was wir im Internet gezeigt haben, kriegst du und ich einen völlig unterschiedlichen Preis im genau gleichen Shop für das genau gleiche Produkt, nur weil wir einfach unterschiedliche Persönlichkeitsprofile haben oder vielleicht von einem unterschiedlichen Gerät auf die Webseite zugreifen. Kannst du mir das nochmal demonstrieren an einem Beispiel, was das denn jetzt bedeutet für mich als User, wie ich da unterschiedliche Preise oder sonst was bekomme? Ja, gerne. Also das ist das Gerät, wird einfach angeschlossen mit einem LAN-Kabel, liegt natürlich bei, an den Router. Mehr muss man nicht tun. Und sobald das Gerät angeschlossen ist, zeige ich hier mal ganz kurz, jetzt sind wir hier gerade bei Expedia auf der Seite und auf jeder Seite erscheint automatisch oben unser kleines E-Blocker-Icon und wir sehen hier die Zahl 39 da drin. Was heißt das? 39 Datensammler sind da drauf bei Expedia und gucken mir zu, wie ich gerade meine Daten, wie ich gerade meine Reise buche, wie ich mein Hotel auswähle, wohin ich fliegen will und dergleichen Dinge. Und wir können da oben draufklicken auf dieses Icon und sehen dann ganz genau, welche Tracker, also welche Datensammler sind hier eigentlich alle drauf. Google kriegt beispielsweise hier meine Daten, Pinterest kriegt hier meine Daten, TripAdvisor kriegt meine Daten, Twitter kriegt meine Daten, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Ich habe einfach nur die Seite aufgerufen. Sagen wir mal, wir wollen hier auf Expedia ein Hotel buchen, nach zum Beispiel Paris. So, gehen wir nach Paris. Ist ja besonders schön jetzt um diese Jahreszeit. Und wählen uns hier mal ein Wochenende aus, zwei Tage und suchen das mal, was wir da so an Ergebnissen finden. Jetzt haben wir hier ein Ergebnis erhalten. Ich habe ja jetzt hier gerade einen PC mit Firefox genutzt und ich mache jetzt eins. Ich tarne jetzt mein Endgerät, also habe eine Suchergebnismenge erhalten und tarne jetzt mein Endgerät oder cloake, wie man im Englischen sagt, es als iPad. Das heißt, jetzt denkt Expedia, der hat gar keinen PC, sondern hat ein iPad. Was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich mir hier oben die gleiche URL, die Suchergebnismenge, kopiere ich mir hier oben raus, mache ich Copy und lege mir das mal in ein neues Browserfenster. Habe ich hier schon mal vorbereitet, klebe das hier ein, paste, genau die gleiche URL, kein Unterschied. Und jetzt sind wir an iPad und jetzt gucken wir mal, was passiert. Habe ich heute Morgen noch nicht gemacht, insofern müssen wir jetzt gleich mal gemeinsam suchen, welche Unterschiede wir hier vielleicht finden. Hier zum Beispiel auch ein Sonderangebot. Jetzt kann ich kein Französisch, deswegen siehst du mir nach L20, sage ich mal. Mal gucken, ob wir das hier haben. Da haben wir das. L20 hier links auf dem PC für 134 Euro und da drüben für 121 Euro. Wo würdest du lieber buchen? Eindeutig 121 Euro. Genau, also in dem Fall tatsächlich mit dem iPad. Es kann aber auch genau umgekehrt sein. Also hier, was Expedia hier macht, ich kriege ein exklusives Mobilangebot, weil ich jetzt auf einem iPad oder weil Expedia glaubt, dass ich ein iPad hätte. Und so kann man eben, das ist dynamische Preisbildung, wird man hier als Verbraucher eigentlich übers Ohr gehauen. Das ist eine ganz einfache Form der Profilbildung, die wir jetzt hier gesehen haben, die wir eben dank des E-Blockers eben, wenn ich das so sagen soll, ausgetrickst haben und man so eben gucken kann, dass man den günstigsten Preis kriegt. Super, vielen Dank. Das war wirklich spannend und das klingt nach einem Produkt, das man sich gern zu Hause an den Router ranmacht. Vor allem halt auch zur Sicherheit, der Sicherheit halber. Ne? Also vielen Dank, Christian, für das Gespräch und ich mache mich jetzt weiter zum nächsten Startup. Ich stehe jetzt hier neben Ryan von Reach Robotics und die haben hier einen ganz coolen Roboter rumstehen, der hier auch die ganze Zeit in den Gängen rumläuft. Von dem her muss er mir mal erklären, was der dann so besonders kann. Hi Ryan. Hello. What's your robot doing?
So it's a gaming robot. So we can battle each other. But what's cool about this is that it's a physical robot, but you can also combine it with augmented reality, which is what this mat is here for. So we use the cameras on your phone, and we point at the mat and at the robot, and you'll see a world on your phone, and you can see lots of digital enemies, and it's like tower defense. You got to like defend your base, and you can like shoot your enemies, and you see all the explosions on your phone and stuff, so it's really cool. So it's really a robot with which you can fight? Yeah, exactly, yeah. Cool, can I try it? Yeah, sure. So this is the app here. Okay. It's exactly like using Xbox or a PlayStation controller, but it's just digital. So to go forward, you just swipe forward. Okay. And then to spin around, you just spin around like that. Cool. And then you've got 75 different animations because we wanted to make it feel like a character. So, you know, it can bow, it can roll over, it can, you know, itch itself, it can do push-ups. So we wanted to make it feel like a gaming character, but a real life one. Cool. Ich stehe jetzt hier vor dem doch sehr beeindruckend aussehenden Stand von Kinomo. Neben mir steht der Alex. Hi Alex. Hi Sam. Can you explain us what we are seeing here in the background? So I guess that the best way to describe what you're seeing now would be the new holograms. It's hypervision. So it's the new way of interacting with the clients and customers in a very engaging manner. Okay. And how does it work? Like, it's very three-dimensional and it looks very interesting, so how does it work? So it looks great, right? Yeah. So it's an LED-based technology. So there's a device which has rays on it, and on the rays there are LEDs. The rays spin, but you do not see the rays, you just see the lights. So that's basically the principle behind it. Ich bin jetzt hier bei Signal angekommen und will mal das Produkt ausprobieren, was die hier am Stand rumliegen haben. Hi, what's your product that you're showing here? Yeah, our product is called Signal. It's a wearable smart strap, so you can connect with any smartwatch or classic watch, or you can wear it as a bracelet. So you can make a call with your fingertip with this device. Cool, can I try it? Sure. Okay. Mm-hmm. And place your Ich höre jetzt tatsächlich über meinen Finger in meinem Ohr, was mir die Uhr sagt. Das ist interessant, sehr befremdlich auf eine gewisse Art und Weise, aber ziemlich beeindruckend. Ich wünschte ja, ihr würdet das jetzt auch hören, aber ja, das höre ich nur in meinem Kopf. Es ist quasi wie Stimmen im Kopf. Ja, wir hatten jetzt ja heute Spiel, Spaß und sogar ein paar nützliche Gadgets gefunden. Also ich würde sagen, ein ziemlich erfolgreicher Tag heute auf der IFA und ich gebe wieder zurück zu Alpay. Erstmal ein Lob an IFA, heute hat alles geklappt, wir hatten stabiles Internet. Yes! Aber leider sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Der heutige Tag hat mir bisher am besten gefallen. Gadgets ist einfach ein interessantes Thema, weil es unglaublich viel auszuprobieren gibt. Wenn man mit einem Produkt interagieren kann, ausprobieren, es anfassen kann, dann macht es einfach am meisten Spaß. Morgiges Thema ist Future Mobility. Ja, es bleibt nichts weiter zu sagen, außer wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet morgen wieder ein. Bis morgen.